Im Alpenraum kommen die Wölfe wieder zurück. Schon Einzelwölfe richten großen Schaden an, wenn sie an Nutztiere kommen, die ungeschützt sind. So, da haben wir jetzt bei der Stelle, wo der erste Riss war. Da war das Mutterschaf mit einem Lampi tot gelegen. War ein absolut grausiger Anblick. Relativ nah an Wohngebäude. Das ist nicht mehr lustig für uns. Wir hängen ja auch an unsere Viecher. Also erstens mal gehören die zu unserer Lebensgrundlage dazu, damit wir die Flächen überhaupt bewirtschaften können. Und wir ziehen die auf. Wenn wir halt ein Wolfsrudel da haben, das standorttreu ist, dann müssen wir aufhören da. Also müssen wir es echt lassen. Die von den Tieren geschaffenen offenen Weidelandschaften auf den Almen haben eine hohe Biodiversität. Und die würde wieder verschwinden, wenn die Almen wieder zu Wald werden. Der Wolf, der hat seinen Instinkt, der jagt, der hat Hunger, alles, das ist alles in Ordnung. Nur wenn sich der Wolf da ansiedelt, dann geht man halt nicht mehr da in die Berg zum Wandern, zum Radlfahren, das hört sich halt nicht auf die nächsten Jahre. Wenn es keine Almen mehr gibt, dann wachsen die Wiesen zu. Dann kümmert sich auch keiner mehr um die Wanderwege und dann war es das irgendwann mit unserer schönen Landschaft. Es wird in Zukunft auch Rudel in Bayern geben und deutlich größere Schäden. Das wissen die Bauern heute schon und dem möchte man vorbeugen.